Also ein absolut heißer Kampf, würde ich sagen, und nicht zu erwarten. Ziemlich auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ein Kampf auf Augenhöhe, was Ismael Özdenotto haben möchte und was die Boxfans ebenso erfreut. Nee, Axel, wenn also, man nicht vorher den Sieger weiß. Also Kraft hat mich total überrascht. Ich habe ihn gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und da können wir gleich mal sagen, dass wir doch Talente haben, also in Deutschland. Und die sind wahrscheinlich nur verbuddelt. Also es war wirklich eine starke Leistung von beiden. Und wir können sagen, Axel hat die Wette gegen dich verloren, Lobo, denn er hat gesagt, der Kampf geht nicht über die volle Distanz. Ich muss sagen, zu den Punktrichtern, dass 97-94 kommt der Sache am nächsten. Wie habt ihr Felix Sturm gesehen? Hätte man dennoch mehr von ihm erwartet am heutigen Abend? Nein, du siehst auch, ich sag mal, das war ein enger Kampf, das war toll. Und Jugend gegen den Alter, Felix hat super gelöst. Zwischendurch dachte ich, dass Felix sogar noch vorzeitig gewinnt, weil er gute Treffer gesetzt hat, weil er den Raum zugemacht hat. Aber James Kraft hat mich wahnsinnig überrascht. Trotz später Uhrzeit merken Sie, die Hütte brennt hier absolut. Also alle sind noch heiß, weil der Kampf auch so spannend war. Lubo, wie hast du den Kampf erlebt, wenn du ihn jetzt nochmal aufrollen musst? Also Felix hatte die klareren Treffer für meine Begriffe. Auch die technisch sauberes Boxen war das wieder, was wir von Felix gewohnt sind. Und er hat den Kampf dominiert. Aber Hut ab vor der Leistung von James Kraft. Jetzt für die Zukunft noch aus diesem Kampf ziehen? Ja, das ist, er hat eine Zukunft, er kann kämpfen, er hat das Boxerische, sag ich mal, noch nicht so drauf wie Felix, weil Felix hat ständig den Raum genommen, hat versucht, durch die klaren Treffer dann den Kampf zu diktieren. Also er ist ja noch jung, also von der Seite her, wir sagen ja mal, wir haben keine Boxer, aber da haben wir doch noch welche. Haben wir am heutigen Abend gerade unter diesen schweren Bedingungen, weil es so heiß ist, den Altersunterschied gemerkt? Nee, ich glaube einfach, das war ein sehr, sehr enger Kampf und die waren beide eben halt top vorbereitet. Sonst hältst du doch nicht durch. Und da ist der Sieger, kommt Felix, da kurz zu uns. Felix, herzlichen Glückwunsch. Kein einfacher Kampf. Wie schwierig war es, vor allem unter diesen Bedingungen zu kämpfen für dich? Ja, es war extrem heiß. Das hat ganz schön Kraft gekostet. Und ich habe damit gerechnet, um 22 Uhr hier im Ring zu sein. Hat sich leider verzögert, hinten raus 1,5. Ja, aber trotz allem, James hat einen sehr guten Kampf gemacht. Mit seinem Kopf, hat ein bisschen viel mit dem Kopf geschoben und die Ellbogen. Und das hat ein bisschen schwer gemacht. Der Ringrichter hätte da vielleicht meiner Meinung nach ein, zwei Mal unterbrechen können. Dann wäre der Kampf vielleicht anders verlaufen. Aber am Ende des Tages hätte ich mich mehr bewegen müssen. Hätte ich noch mehr meinen Jab benutzen müssen. Und auch ein bisschen mehr Kombination. Das hat zwei, drei Mal gut gefruchtet. Felix, wenn du beide Kämpfe vergleichen würdest, jetzt den gegen Timo Rost und den heute, wie fällt dein Urteil da aus? Ja, James ist definitiv ein talentierterer Boxer. Und viel beweglicher. Er hat sich viel bewegt, überraschend viel, hat sich so Luft genommen, kam mit vielen Schlägen. Ah, haben getroffen, viele gingen auf die Deckung, genauso bei mir. Und ich muss mir den Kampf in Ruhe angucken. Adrenalin, erstes Mal Zuschauer, natürlich toll gewesen wieder unter Zuschauern. Und dass man mit Zuschauern, mit so einer, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen 150 Leute waren, dass die so eine Stimmung gemacht haben. Ich denke, das ist gut für den Boxsport. Felix. Wie sieht die Perspektive aus? Der Kampf ist gerade vorbei, ich verstehe das. Du bist noch voll im Kampf drin. Wie siehst du das? Ja, die Perspektive ist, mein Sohn hat in 2 Wochen Sommerferien. Und dann bis dahin würde ich die ganze Zeit meiner Familie widmen. Dann muss ich natürlich erstmal runterkommen, ein bisschen entspannen. Die Familie hat mich jetzt am meisten verdient. Alles andere lässt auf mich zukommen. Nach dem Kampf direkt über einen neuen Kampf zu sprechen, finde ich immer undankbar. Vor allem Kämpfe, die nicht unterschrieben sind, wo keine Börse, also im Prinzip gar nichts, nur dass der Kampf angekündigt wurde. Felix, wir lassen dich gleich durchschnaufen und duschen gehen, auf jeden Fall. Dennoch kurz, Vincent Feigenbutz hat schon gekämpft, hat diesen Kampf ja quasi schon angekündigt. Sie sagen, da wurde noch nichts unterschrieben. Was steht dem noch im Weg? Also seit ich Vincent Feigenbutz kenne, redet er über Arthur und über mich die ganze Zeit. Und was war seine größte Leistung? Ist K.O. gegangen gegen Caleb Plant zuletzt, hat Prügel bekommen, wurde deklassiert, hat K.O. bekommen gegen De Corollis, Interims-Weltmeisterschaft, also auch kein Riesentitel. Und da ist auch K.O. gegangen, das war mal für Arthur so ein Verschnaufkampf, würde ich mal sagen. Also Ball flach halten, selbst wir, Arthur, ich, viele große Champions, wir halten den Ball sehr flach. Und so ein Mann, der noch gar nichts erreicht hat, sollte am meisten den Ball flach halten. Felix, wir lassen Sie duschen gehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, alles Gute, ja? Ja, deutliche Worte von Felix Sturm hinsichtlich eines möglichen Kampfes gegen Vincent Feigenbutz, würde ich sagen. Ja, wenn nichts unterschrieben ist, da hat er ja recht. Also da kann man auch über den Kampf nicht reden. Und ich habe meine Kritik ja vorhin auch geäußert. Und
Und ja, Felix hat sich heute auch nochmal nachdrücklich geäußert, dass noch nichts fix ist. Und man muss ja auch erstmal so einen Kampf finanzieren. Auf jeden Fall. Und man muss sagen, Felix Sturm trotzdem immer sehr offen und ehrlich. Auch jetzt unter Adrenalin, ne? Ja, er sagt halt seine Meinung, wie es ist so. Und so ist es, so ist der Stand, es ist noch nichts klar. Und gut, vielleicht wäre auch ein Kampf Kraft gegen Feigenbutz interessant. Ja, Axel verabschiedet sich schon, wir verabschieden uns auch gleich. Axel, ganz kurz brauchen wir deine Aufmerksamkeit nochmal zum Abschluss. Also wir haben es im Vorfeld angekündigt, die interessanteste Fightcard, die Deutschland im Moment zu bieten hat. Und das Wort wurde auch gehalten. Auf jeden Fall, man sieht es ja bei mir, total durchgeschwätzt, aber ich fand es total spannend, ich fand es geil. Und wir haben eben halt gesehen, dass wir noch ein paar Talente noch haben, weil, also Kraft hat mich total überrascht, muss ich sagen. Ein interessanter Kampfabend, viele Kämpfe auf Augenhöhe, so wie man es haben möchte. Und ja, weiter geht's in diesem Jahr nach dieser heißesten Boxnacht des Jahres wahrscheinlich. Und zwar wie immer, wie gewohnt, bei der Heimat des Boxens bei Bild Plus. Wir verabschieden uns live aus Hamburg. Axel Schulz, vielen Dank. Jörg Kubrick, vielen Dank. Es war ein heißer Abend im wahrsten Sinne des Wortes. Gute Nacht.